aufregend erstmal. Kann ich nicht leugnen, ich war von Anfang an sehr aufgeregt, gleich vor dem ersten Drehtag. Und dann ging es auch gleich los mit Kussszene und diese Beziehung aufzubauen. Und ich war dann im Nachhinein sehr froh, dass wir damit angefangen haben, weil dann alle anderen Szenen sehr viel natürlicher liefen. Und Angelina Jolie und auch Philip Noyce haben mir unglaublich die Aufregung genommen. Und obwohl ich eigentlich der Supporting Actor war, hatte ich den Eindruck, dass sie mich von Anfang an supportet. Und will, dass auch diese Figur eine wichtige Figur wird in dem Film. Ich musste richtig zu einem Casting nach Washington und habe in einem Hotelzimmer dort zwei, drei Szenen mit Angelina Jolie gespielt und Philip Noyce war auch dort. Und dann ging alles sehr schnell. Dann haben wir einen Monat später schon angefangen. Im Laufe der letzten 10 Jahre sind Roboterarme ein wesentlicher Bestandteil von Operationen geworden. Ein französisches Team hat nun diese Technologie erweitert, indem man ein neues 3D-Programm erschaffen hat, das es den Ärzten erlaubt, Operationen am pulsierenden Herzen vorzunehmen. Diese neue Technologie präsentiert auf mathematischer Ebene. Guten Morgen. Alles Gute zum Hochzeitstag. Soll ich dir was zum Frühstück machen? Wie wär's mit Pancakes? Du willst kochen? Das ist ein Witz. Du liebst meine Kochkünste. Deutsche machen keine Witze. Bird mag's, wenn ich koche. Nimm deine Viecher vom Tisch. Das sind Spinnen. Das sind Viecher. Ich glaube, es waren insgesamt 10, dann noch Nachdrehtage ein halbes Jahr später, im nächsten Winter, auch nochmal in New York. Ich war insgesamt, glaube ich, 1,5 Monate in New York für den Film. Ja, merkwürdigerweise gar nicht so ein großer. Oder was heißt merkwürdigerweise? Es sind die genau gleiche Art von Professionalität, die gleichen Probleme, die auftauchen. Der einzige Unterschied ist vielleicht einfach das Geld und dass es viel, viel mehr Leute gibt, die am Set arbeiten. Ich hätte wahnsinnig gern mit Schlesinger zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, es gibt so viele tolle Regisseure, jetzt auch Christopher Nolan finde ich auch so einen spannenden Regisseur. Ich weiß es nicht. Für mich, das sind alles Fragen, die ich mir gar nicht stelle und ich glaube, kein Schauspieler stellt sich die Frage, was er gern sein will in 20 Jahren, sondern es kommt immer auf die Geschichte an und und auf die Figur selber. Ich freue mich ehrlich gesagt darauf, wenn ich 50 bin, dann solche Rollen zu spielen, wie Michael Caine sie spielt. Das ist bestimmt auch aufregend. Oh, da gibt es viele, aber ich mag Barry Lyndon sehr, weil der einfach was unglaublich Filmisches hat, was nur dieses Medium kann und fast was von einer Oper. Und der eine unglaubliche Geduld hat mit der eigenen Langeweile, die dieser Film hat. Ich finde ihn faszinierend. Ich finde fast jeden Kubrick-Film unglaublich spannend. Oh Gott, auf die Frage habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Es gibt viele. Ich finde, dass in den letzten 10 Jahren wahnsinnig viel in Deutschland passiert ist. Filmmäßig. Filme, die gemacht wurden, die in den 90er Jahren wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wären. Und es ist nicht so, dass mir jetzt keiner einfällt, weil es keinen gibt, sondern weil es zu viele gibt. Und in einigen habe ich auch mitgespielt. Ach, ich fand jeden Film für sich, auch Filme, die jetzt noch gar nicht raus sind, eine eigene Arbeit und sehr wertvolle Erfahrung. Ich mag immer noch sehr gern Was nützt die Liebe in Gedanken, weil der für mich persönlich sehr wichtig war. Und natürlich 23, der mein erster Film war und das eine Erfahrung ist, die man nie wieder haben wird.